Ich habe einen Porno veröffentlicht. Zumindest wenn es nach der Meinung von Udemy, von Amazon, von Teachable, von Digistore, von allen großen Plattformen, ja, wenn es nach dieser Meinung geht in der Bewertung meines Online-Tantra-Kurses. Ihr habt ja vielleicht schon die Einblendung in dem ein oder anderen Video gesehen. Da sollte eigentlich ein Link dazu kommen, wo ich meinen Online-Tantra-Kurs dann anbiete, wo dann die Leute eben das dann in irgendeiner Weise sich anschauen können. Aber naja, es ist halt, also es wurde eingeteilt als Porno, als pornografisch, bei allen Plattformen als anstößig, also auch auf Amazon, die irgendwelche Gewaltspiele und Gewaltfilme und ja alles mögliche, auch Filme, die Ängste schüren, all das ist nicht anstößig, Gewalt und Ängste oder falsche Informationen, das ist alles nicht anstößig, es ist nur anstößig, wenn man sich Liebe schenkt. Es ist unglaublich. Also es ist auch Digistore. Digistore ist ja wirklich ein der alles Mögliche vertreibt. Wenn ihr mal in den Marktplatz guckt, da ist auch Kartenlegen, Tarot und wie man Geister aus der Nebenwelt beschwört. All die Dinge, das sind alles nicht anstößig. Und bei Digistore war es unseriös. Also der Tantra-Kurs ist unseriös. Also falls ihr gedenkt, meinen Tantra-Kurs zu kaufen, das ist unseriös und pornografisch. Das ist so ein Unsinn. Es ist so ein Unsinn. In dem Kurs wird halt einfach nur eine Tantra-Massage gezeigt oder eine Tantra-Massage von vorne bis hinten. Und ich finde nichts idiotischer als bei einer Massage die wichtigen Dinge, die sehr sensiblen Dinge wie Brüste und auch die Geschlechtsteile dann auszulassen. Und Tantra sieht das natürlich auch nicht vor, weil es natürlich darum geht, energetisch ins Gleichgewicht zu kommen und sich gegenseitig Liebe zu schenken. Und das funktioniert nicht, wenn da irgendwelche Partien ausgelassen werden. Oh, das ist privat, das ist anstößig, das macht man nicht. Nee, also das ist wirklich unglaublich, finde ich. Absolut unglaublich, dass wenn man Liebe in die Menschen bringen möchte, mit dem, dass man eben Tantra-Massagen kann. Denn derjenige, der Tantra kann, der zieht automatisch Menschen an, weil er öffnet Menschen, er bringt Menschen dazu, Dinge zu spüren, die sie normalerweise im Alltag gar nicht spüren mehr können, weil sie nicht dürfen. Und das ist halt eben so eine Sache, was halt wirklich, wirklich ziemlich meiner Meinung nach bedenklich ist, dass man so eine Sache wie Tantra als pornografisch oder als anstößig betrachtet. Naja, langer Rede, kurzer Sinn. Ich wollte dieses Video im Endeffekt nur machen, um diesen, was ja immer so hoch geht, Tantra lernen, dass da eben noch kein Link folgt, weil ich einfach einen Anbieter suchen muss, der das nicht als anstößig betrachtet. Und das dauert vielleicht noch eine Weile. Ansonsten, was auf jeden Fall geht, wäre, dass ich bei mir auf dem Webspace das hochlade und dass ich den Bezahlvorgang über PayPal mache. Und da habe ich schon sowohl meinen Webspace als auch PayPal gefragt, ob das in Ordnung ist. Und die haben beide zugestimmt. Also es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit. Plus, dann müsste ich das alles selber auf meinen Webspace integrieren. Und es einfach, machen wir uns nichts vor, viel, viel angenehmer, das einfach bei Amazon hochzuladen oder bei Digistore und die kümmern sich dann um alles. Aber dieser Kurs ist mir schon nicht unwichtig. Ich habe ein halbes Jahr dran gesessen und ich denke, der wird vielen Partnerschaften einfach eine komplett neue Welt eröffnen. Er wird viele Menschen bereichern, beseelen, weil es geht ja nicht nur, dass man so eine Tantra-Massage in einer Partnerschaft durchführt, sondern man kann es ja mit allen Menschen durchführen. Und man kann sich auch darüber absprechen, wie weit es gehen soll. So eine Tantra-Massage. Viele denken auch beim Tantra einfach nur irgendwie nur an Sex. Aber Sexualität ist natürlich viel mehr. Und diese Tantra-Massage, das sind insgesamt ungefähr 50 Lektionen, die beinhalten natürlich auch die Yoni-Massage. Also die Massage ist einer Frau durchgeführt und die komplette Massage kann natürlich auch einem Mann durchgeführt werden, außer natürlich die Yoni-Massage. Und die Yoni-Massage, das ist wahrscheinlich das, was alle mit Tantra in Verbindung bringt, dass man halt das weibliche Geschlechtsteil quasi stimuliert und dort halt Energien auslöst und da natürlich nicht nur von außen, sondern auch von innen und dann gewisse Techniken anwendet. Aber
der Großteil ist einfach, dass man den Körper sehr sinnlich massiert. Und da gibt es natürlich auch Griffe und Techniken. Wobei beim Tantra eben, aber ich verrate eigentlich schon alles über den Tantra-Kurs, was die meisten vielleicht gar nicht interessiert. Nur diejenigen, die ja wirklich dann auch diesen Tantra-Kurs sich dann aneignen wollen. Worum es im Tantra eigentlich geht, da geht es nämlich tatsächlich nicht um genau Techniken auszuführen, sondern sie sollten gewusst werden und möglich angewendet werden. Aber man soll auf die Energie auch achten, inwieweit ja, der Partner etwas mag oder nicht mag oder der zu massierende und inwieweit man dann in den gemeinsamen Flow kommt, das ist viel wichtiger. Und deswegen ist so eine Tantra-Massage eigentlich das Ursprünglichste, das Natürlichste und eigentlich die Basis, was jeder können sollte, weil es darum geht, einen Menschen einfach in energetisches Gleichgewicht mit sich selbst zu bringen, einfach gemeinsam zu schwingen. Und das nennt man dann häufig Sexualität, weil dann Orgasmus und so weiter. Und aber, na egal. Ich weiß ja auch, dass einige von euch, gerade was die Themen Liebe und Sexualität angeht, ja, dann nicht so offen sind. Sie sind dann eher so auf der Ernährungsschiene und das ist in Ordnung. Jeder soll halt das für sich, ja, sich aneignen, was ihm gerade wichtig ist an Informationen. Und ja, den meisten ist das auf meinem Kanal die Ernährung und das ist auch gut so. Aber es gibt halt auch nicht wenige und ja, die dann entsprechend auch das wollen. Naja, Ende vom Lied jetzt. Kommt irgendwann, natürlich, was ich nicht möchte, ist auf so ein Erotikportal das meins anbieten. Da würde das gehen, ne? Ich könnte irgendwelche Erotik-Online-Shops nutzen und das dann dort machen, aber das trifft es überhaupt nicht. Also wenn ihr ein Porno wollt, dann bitte nicht den Online-Tantra-Kurs kaufen. Da geht es um sehr viel mehr, aber nichts um was Pornografisches. Klar, man sieht alles und das finde ich auch wichtig. Ich bin ein offener Mensch. Und warum soll man das Geschlechtsteil nicht sehen? Warum soll man das verpixeln? Oder warum soll man das nur von Weitem irgendwie abstrakt zeigen? Mein Online-Kurs ist einfach volle Praxis. Das heißt, da gibt es eine Einführungslektion und dann 48 Lektionen, wo man einfach direkt sieht, was gemacht wird und genau sieht und das erklärt wird und immer auch wiederholt wird. Dass man das wirklich Stück für Stück halt lernt. Eine komplette Tantra-Massage. Mit diesem Kurs könnt ihr dann tatsächlich jeden quasi eine Tantra-Massage schenken. Und wenn ihr das einmal macht und wenn ihr das übt, es ist auch für euch selbst was total Bereicherndes. Ich mache jedes Mal, wenn ich so eine Tantra-Massage mache und in den Flow komme mit irgendeiner Person, das ist so wunderbar. Das ist Liebe, das ist pures Leben. Und naja, aber das Werbeverkaufsvideo für den Tantra-Kurs, das kommt dann auch noch. Heute wollte ich bloß sagen, dass ihr, ja, weil einige haben mich ja angefragt, ja, warum kommt denn dieses Tantra-Videokurs, man kann den irgendwie nicht kaufen oder was ist das überhaupt? Ja, ich habe einen Online-Tantra-Videokurs gemacht, aber alle Plattformen sagen, ich bin anstößig. Ich bin pornös. Ja, deswegen kommt er, ist er jetzt noch nicht da, kommt aber irgendwann die nächsten Tage hoffentlich dann online und dann könnt ihr, so denn ihr das wollt, ja, da zuschlagen. Wenn ihr Ideen habt, vielleicht kennt ihr einen Anbieter, einen normalen Anbieter, also kein Erotikportal, wo man das ganz normal, ja, sein Lehrfilm oder sein Videokurs, wie man das auch mal nennt, vertreiben möchte, dann sagt Bescheid. Es sind insgesamt 49 Lektionen, glaube ich, und ich habe die auch einzeln aufgenommen und einzeln separiert, das heißt, ich könnte die als Videokurs anbieten, aber ich glaube, ich finde das viel, viel sinnvoller. Ich gehe da von als Nutzer für mich selber aus, wenn ich die in einem Film, also wenn ich die jetzt, diese ganzen Kurse, wenn ich da nicht so Sektion 1, Level 1, Level 2, Level 3 irgendwie so unterteilen und immer neu draufklicken muss, sondern wenn man das alles zusammen in einen Film schneidet. Und ich habe das auch schon getan und ich habe mir das angeschaut und ich finde das eigentlich sinnvoller, dass man in einem Film das dann alles hintereinander sieht und einfach vorscrollen kann. Und deswegen habe ich in dem Film auch so, dass man an jedem Punkt, wo man scrollt, immer sieht, wo man ist in der Massage. Dass man hat eine Datei und kann die dann, ja, hin und her scrollen. Und ob ich die als Download oder als Stream anbiete, das weiß ich nicht, weil Download bedeutet natürlich, und darauf läuft es hinaus, wenn ich das auf meinen Webspace anbiete, dass man sich auf dem Computer das alles anschauen kann und natürlich dann auch aufs Handy irgendwie transferieren kann oder aufs Pad. Aber Stream ist natürlich von der Seite her geil, dass man das einfach, wenn es irgendwo gestreamt wird, dass man das einfach, ja, mit dem Handy überall anschauen kann. Wobei man die Tantra-Massage wahrscheinlich eher zu Hause macht und von daher der Rechner, naja, ich weiß es nicht, was auch möglich ist, ne? Also man muss auch gucken, Webspace, Webtraffic, ist noch vieles, was geklärt werden muss.
Ich wollte euch nur informieren und das habe ich hiermit getan. Ich bin sehr gespannt, wo. Also ich bin jetzt Porno-Produzent. Ist wirklich so unbegreiflich. Gut, ihr könnt jetzt alle abschalten, es kommt nichts mehr jetzt. Es kommt jetzt einfach nur noch persönliches Unverständnis. Das muss mal raus. Da kommt keine Information mehr, also ihr könnt ruhig abschalten. Es ist einfach unglaublich. Es ist unglaublich, dass solche Seiten, so Amazon und Digistore, die ganzen großen Seiten, dass sie einen Tantra-Kurs, der wirklich mit viel Liebe und wirklich sehr viel, ja, Herzblut, und das merkt man auch in dem Video, da hochgeladen wurde, dass sie sowas als anstößig betrachten. In was für einer Welt leben wir? In was für einer Welt leben wir? Ich hätte nie damit gerechnet, dass man sowas als anstößig betrachten konnte. Und tatsächlich eben irgendwelche Gewaltfilme, wo Menschen umgebracht werden und dann irgendwie dann Arnold Schwarzenegger sagt, oh, hasta la vista, ich habe ihn getötet, und alle lachen, dass das nicht anstößig ist. Wie bizarr ist das denn? Das ist doch, ich komme mir vor wie so in einem, ich will nicht sagen in einem Film, aber in so einer Welt. Das kann doch nicht real sein, dass Gewalt, dass Angst, das Lügen, dass sowas alles nicht als anstößig betrachtet wird, sondern dass die Medien das unterstützen und dass sowas wie Liebe und von mir aus auch Sexualität, also keine Porno, sondern einfach liebevolle Sexualität, Massagen, Liebe schenken, energetischer Ausgleich, dass sowas anstößig ist. Es gibt noch viel zu tun. Es gibt noch viel zu tun. Und ich habe so das Bedürfnis, dass ich auf meinem Kanal auch immer weiter, und ich sehe das ja tatsächlich auch oft, wenn ich offene Liebe als Thema bringe, dass die Menschen da abgeschreckt sind und dass sie das als anstößig betrachten, ne? Und dass sie das auf die Sexualität reduzieren. Ah, wir sind nur mit anderen ficken. Ja, dass die Menschen so total so gebrainwashed sind. Total gebrainwashed sind. Dass sie sich freuen, wenn im Film jemand erschossen wird, weil es ein Bösewicht ist oder weil es ein Guter ist und weil ein lustiger Spruch dabei kommt. Aber dass sie, wenn es um Sexualität geht, wenn um Sexualität gesprochen wird, oder wenn man sich auf dem Klo, wenn man gerade einen Gedanken hat, filmt, dann sagt man, oh, das ist anstößig, du bist auf dem Klo. Was ist das für eine Welt, wo man nicht ehrlich und offen die Dinge sagen kann und filmen kann, die nichts Böses im Sinn haben und die auch nicht negativ sind, sondern die nur diesen Konditionierungen, die wir erlegen sind, von diese kulturelle Prägung, die das verurteilen, die das verurteilt. Das ist, wir haben noch so viele Chancen. Wir haben noch so viele Chancen, diese Welt zu entwickeln. Wir stehen erst am Anfang. Wir denken, wir sind so weit in unserer Zivilisation, in unserer geistigen Entwicklung. Aber wir stehen noch so am Anfang. Ich weiß, wie die Welt in 20, 30.000 Jahren aussieht. Ich spüre das. Vielleicht in 100.000 Jahren, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass die Welt voller Liebe, voller Respekt, voller Toleranz ist. Dass man ehrlich und offen sein kann zu jedem. Und dass primitive Sachen wie Gewalt und Erfolgsstreben und so weiter der Geschichte angehören. Dass die Leute lachen werden, dass die Leute uns aburteilen werden. Die Leute, die damals so Anfang der Zeitrechnung so irgendwie im 1000 oder 2000 oder im 3000er Bereich gelebt haben, wie die noch nach Erfolg gestrebt haben, sich gegenseitig ja ausgebeutet haben und nicht mit Liebe und Respekt behandelt haben. Wie die Leute noch nicht erkannt haben, dass nur man gemeinsam wirklich etwas schaffen kann und dann auch in Frieden leben kann, ne? Dass man, wenn man gemeinsam arbeitet und sich nicht abgrenzt, wie die Leute werden dann sagen, boah, da gab es noch verschiedene Länder, dann hat man gesagt, ja, Deutschland und Österreich, und da gab es Kriege zwischen den Ländern, wer besser war und um Ressourcen und so weiter, obwohl man nicht erkannt hat, dass die Ressourcen global auch nur begrenzt sind, dass man gemeinsam daran arbeiten muss, zum Beispiel Sonnenenergie viel nutzbarer zu machen, die Ressourcen quasi bündeln, das viel effektiver ist, anstatt sich gegenseitig irgendwie auszuboten. Und ja, die Leute werden da wirklich lachen. Und wir denken, boah, wir sind total weit, weil wir haben jetzt Internet, Informationen und so weiter. Wir sind erst ganz, ganz am Anfang. Ganz, ganz am Anfang. Und mein Tantra-Kurs, der wird die Gesellschaft boosten. Ja, naja, ich glaube nicht, aber diejenigen, die es interessiert, die werden auf jeden Fall Zugang dazu bekommen. Und
ja, und sich das anschauen können. Und ich hoffe, damit wirklich ein bisschen Liebe in die Welt hinauszutragen. So, jetzt ist aber gut genug geredet. Das war, naja. Am Anfang habe ich mich überlegt, soll ich lachen oder weinen, aber ich habe mich fürs Lachen entschieden. Es ist einfach nur zum Lachen. Ich hoffe, ihr nehmt dieses Lebensgefühl einfach mit zu euch, wo ihr gerade seid. Lacht auch über das, was euch gerade widerfährt, weil oftmals steht das in Zusammenhang mit total bizarren Normstrukturen, die wir haben. Und ja, genießt einfach, dass ihr einen klaren Kopf habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis bald.